hoffe, dass ihr alle Zugriff auf den Chat habt. Probiert es mal gerade aus. Und die Handhebefunktion, da würde ich ein Auge drauf haben. Postet mal gerade was im Chat. Genau, Nicole hebt die Hand. Das scheint auch zu gehen. Okay, sehr gut. Jetzt bin ich wieder grün im Bild, sehe ich. Da tut sich hier mal. Auch nett, aber ja, besser. So ist besser. Okay, also dann hole ich mir mal mein Pad. Es ist auch ein Pad in dem Chat verlinkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne parallel aufmachen. Ich übertrage es aber auch hier mal und heiße euch erstmal ganz herzlich willkommen zu einem zugegebenermaßen großen Experiment. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt und wie das klappt. Das geht zurück aufs letzte Corporate Learning Camp, wo wir in so einem Learning Management Tool waren in TriCAD, so eine 3D-Welt, wo man drin rumlaufen konnte und wo man quasi versuchen kann, mit so Gamification-Elementen so ein Lernsetting umzusetzen. Und wir waren abends in der Abendveranstaltung gesessen und haben gesagt, ja, das war schon schön, dass man da drin rumlaufen konnte und so. Aber im Vergleich zu einem echten Spiel hat man da ganz wenig Möglichkeiten gehabt, sich zu bewegen, mit der Welt zu interagieren. Und da ist eigentlich abends dann beim Bierchen die Idee entstanden, dass wir mal den Spieß umdrehen und nicht ein LMS mit Gamification anreichern, sondern ein Spiel nehmen und da ein Lernsetting reinbauen. Jetzt weiß ich nicht, ob da jemand von euch dabei gewesen ist, schon. Ich glaube nicht von all denen. Ja. Nein. Einige von euch waren in den Vorbereitungssessions. Also wir haben so eine Gruppe von 5, 6, 7 Leuten, haben sich in den letzten beiden Freitagen schon mal getroffen und haben eine Idee entwickelt, wie das funktionieren könnte. Und nachdem uns völlig klar ist, dass das für viele totales Neuland ist, haben wir quasi gesagt, wir machen um 15 Uhr so eine Session mal, wo wir das vorstellen und mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Das Ziel wäre also, ich bringe hier mal gerade rüber in das Spiel. Ja, dass wir hier so ähnlich wie ihr das seht, wo hier schon so Häuser gebaut sind, in die ich reingehen kann, auf die ich zulaufen kann, die ich dokumentieren kann. Ne? Da kann man Schilder hinhängen, da kann man reingehen, da kann es Computer geben, da kann es eine Bibliothek geben, wo man sich hinsetzen kann. Also dass sozusagen heute im Lauf des Nachmittags und des Frühabends maximal 7 Gruppen die Chance haben, in Mindtest so einen Lernort zu bauen. Und dann heute Abend auch vorzustellen um 21 Uhr. Und dann machen wir so ein kleines Publikumsvoting, was so die Lernorte sind, wo die Teilnehmer am allerliebsten lernen würden. Und die das am meisten Stimmen bekommen, für die haben wir dann auch ein kleines Siegertreppchen vorbereitet. Ich habe dieses Pad, ich weiß nicht, hat es jeder? Habt ihr das gesehen im Chat oder soll ich es nochmal reinpacken? Ich glaube, wenn man ein bisschen später kommt, hat man den Verlauf nicht, oder? Magnus sagt ja. Hat jemand den Link zum Pad nicht? Ich habe mich. Du hast den nicht. Magnus war recht früh drin, also dann packe ich den hier einfach nochmal rein. Das ist Wobei nämlich mir auch ja schon der. alles läuft. Genau, Ich das ist habe auch der. den aber Ja? auch von deiner Seite, nicht Ah vom ja, okay. Chat. Genau, also er ist im Sessionplan, ist er auch verlinkt. Da ist auch die Anleitung verlinkt. Ich würde jetzt erstmal so ein bisschen erklären, was die Grundidee ist. Also das Ziel. Wir haben uns überlegt, maximal 7 Gruppen können sich bilden. Das können Leute sein, die jetzt hier in der Session sind. Ihr könnt aber auch andere Leute mit einbeziehen, könnt noch Leute in euer Team reinholen. Susanne hat zum Beispiel ihren Sohn im Backup gehabt, die sie abgeskillt hat, der ein ganz passionierter Minecrafter ist, ne, Susanne? Ja. Und na, jetzt, wenn man ans Abendprogramm denkt, ne, könnte ja sein, dass ihr zu Hause irgendwie Kids habt, die vielleicht irgendwie traurig sind, dass die Eltern die ganze Zeit im Corporate Learning Camp unterwegs sind, ne, und ihr die vielleicht mit einbinden könnt, damit die mitmachen können, den Lernraum zu bauen und euch vielleicht was können. Also so Stichwort Reverse Mentoring könnte da ein Ansatz sein. Wir haben ja in der Corporate Learning Community und so sind ja die Themen auch der Camps ein Jahresmotto. Und das Jahresmotto ist Lernräume gestalten. Da habe ich euch ein Pad verlinkt. Ich mache es mal kurz auf. Zum ganz Durchlesen haben wir jetzt keine Zeit. Da hat Karl-Heinz ausgehend aus dem Meeting von uns mal so beschrieben, was zu diesem Thema Lernräume gehört. Ne? Vernetztes Arbeiten und Lernen in virtuellen und physischen Räumen. Ne? Und das ist eigentlich jetzt genauso eine Aktion, mal eine Idee zu entwickeln. Wie könnte denn so ein Lernraum 2025 aussehen? Das zweite Dokument, was wir haben, was uns ein bisschen leitet inhaltlich, ist die Vision Corporate Learning 2025. Die kam aus dem MOOCathon 2017.
Ne, wo man hier zum Beispiel auch dieses Feld Lernumgebung 2025 hat, vernetztes Arbeiten in virtuellen und physischen Räumen. Ne, Moment, da bin ich wieder. Hört ihr mich wieder? Ja. Bin irgendwie, mein Teams ist gerade komplett abgestürzt. Moment, ich mache das mal anders. Jetzt müsstet ihr mich eigentlich wieder. Ja. Irgendwie kommt meine Kamera nicht mehr. Warum? Wo werden die verwendet? Ihr seht kein Kamerabild von mir, ne? Jetzt. Ja. Jetzt gibt es zumindest eins. So, Moment, dann mache ich das mit normalen Bildschirm teilen. So, habt ihr das mit der Vision noch gehört? Oder war ich da schon weg? Teils, teils. Teils, teils. Okay, also wir haben zwei so grundlegende Dokumente, die so ein bisschen die Idee in der Corporate Learning Community rahmen, ne, warum Lernräume und Lernumgebungen ein wichtiges Thema sind. Und deswegen haben wir jetzt eben als Idee für dieses, was machen wir in dem Spiel, einfach mal diese Lernraumidee aufgegriffen, ne, und gesagt, wir wollen mal versuchen, die Ideen zu visualisieren, die ihr habt, die in der Corporate Learning Community umherschwirren, wie denn solche Lernräume sein könnten. Ne? Jeder kennt heute Trainingsräume und Schulungsräume, vielleicht Workshopräume, Innovationsräume. Und so ein Spiel gibt uns einfach sehr viel Freiraum, uns da komplett frei auszutoben und zu schauen, wie wir selber diesen Raum gestalten können, ohne dass wir Geld in die Hand nehmen müssen. Also das ist so das Ziel, 7 Gruppen deswegen, weil die dann heute Abend quasi jeder 1-2 Minuten Zeit haben, ihren Lernraum vorzustellen und dass wir da halt in der überschaubaren Zeit Abend auch durchkommen. Dafür gibt es hier unten drunter, ne, wer schon weiß, dass er mitmachen will, unten in dem Pad gibt es hier Team 1 bis 7 quasi. Ne, da können sich die Teams alle einen Namen geben auch, ne, wenn man nicht nur eine Nummer haben will und in das Pad einfach die Namen reinschreiben. Ne, so ist die Idee, dass das Team Building entsteht. Da gibt es schon hier, sehe ich schon. Das ist wie in der Schule, Magnus, die letzte Reihe ist immer als erstes besetzt, oder? Ich habe mich nach unten geschrieben, weil wie du siehst, das klappt. Ne? Also ich habe es jetzt versucht, woanders runterzuladen und dann bleibt es im Virenscanner hängen. Also okay. Muss ich es doch zu Hause, weil da hatte ich ja schon mal runtergeladen, doch zu Hause ausprobieren. Alles klar. Genau, und dann haben wir eben, wie gesagt, heute Abend um 21 Uhr im Abendprogramm einen Slot, wo wir dann mal so eine Ortsbegehung machen. Also da gehen wir quasi durch Mindtest durch, schauen uns die Orte an und streamen das live. Die Teilnehmer, die dann da dabei sind, die schauen sich das Ganze über YouTube an. Also wir machen einen YouTube-Livestream, wie das so im Spielebereich üblich ist. Ne? Und dann kann man da eben zuschauen über YouTube, kommentieren. Das wird dann aber erst für heute Abend wichtig. Na, ist das denn so als Grundidee verstanden? Habt ihr da Fragen dazu, bevor wir uns jetzt das Spiel selber mal anschauen? Oder ist das einigermaßen eingänglich? Ist okay. Nicole nickt. Magnus hat die Hand gehoben. Ulrike, es macht Daumen hoch. Okay. Also, dann schauen wir uns mal an, was man braucht. Ihr könnt jetzt entweder sagen, ihr klickt es gleich mit. Also ihr versucht das Spiel gleich zu installieren und da aktiv zu werden. Oder ihr sagt, ihr schaut es erst mal an. Die ganze Anleitung, also das, was ich durchgehe, ist hier verlinkt. Na, das ist so ein bisschen länglicher Blog, wo wir versucht haben, in Schritt 1 bis 7, glaube ich, einfach mal zu erklären, was zu tun ist, um mitzumachen. Da gehe ich mal nach unten, ob 7 stimmt.
Genau, 7 stimmt. Das Erste, was wichtig ist, wenn man über Spiele nachdenkt, ist, dass ein Spiel anders funktioniert als eine Videokonferenz. In der Videokonferenz, wie wir jetzt sind, habe ich ja immer, ich kann den Bildschirm teilen, ich habe Audio- und Videokommunikation parallel. Ein Spiel bietet eigentlich nie Audio- oder Videokommunikation an, sondern im Spiel habe ich maximal einen Textchat, mit dem ich quasi mit den Teilnehmern sprechen kann. Deswegen haben wir gesagt, wir machen, was die Gamer auch machen. Wir stellen einen Discord-Server bereit, also einen Chat-Server, dem man ganz einfach beitreten kann. Ich mache den auch mal auf. Wenn ihr dem Link gefolgt seid und da reingeht, ne, dann sieht es so aus. So ein bisschen wie ihr vielleicht Teams oder Slack oder Rocket Chat oder auch WhatsApp kennt. Mit der Eigenschaft, dass es hier auf der linken Seite verschiedene Kanäle gibt. Und wir haben hier ganz speziell für die Aktion so einen Kanal, so einen Bereich angelegt, eine Kategorie heißt es, die heißt CL2.0 Crafting. Und dort gibt es, wie in Discord üblich, zwei Arten von Kanälen. Das eine ist ein Text-Chat, also da kann man reinschreiben, ne? Sieht man auch hier, da ist schon gechattet worden. Da sieht man, wer da ist, wer welche Fragen stellt. Und dann mit dem Lautsprechersymbol davor gibt es sogenannte Sprachkanäle. Ne? Und Sprachkanäle funktionieren so, da klicke ich einmal drauf und dann bin ich quasi in einer Audiokonferenz oder in einem Telefonat mit den anderen Personen, die da auch drin sind. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel, haben wir das Infohaus. Das ist so der Infodesk, wo ihr immer hingehen könnt, wenn ihr Fragen habt. Und dann könnt ihr quasi hier rein. Alle, die mit euch im Sprachkanal sind, können sich dann untereinander unterhalten. Theoretisch kann man da auch den Bildschirm teilen, wenn man möchte. Ich sehe schon, die Patricia ist da schon reingegangen, schon zur Gruppe 7. Magnus, dein Team ist schon vor Ort. Sehr gut. Juhu, genau. Ich sehe auch hier oben, Nicole ist auf den Server gekommen. Genau. Also so funktioniert das. Arcanius, das bist du, Magnus? So scheint es. So scheint es. Genau. Im Prinzip kann man beides machen. Man kann das auf dem PC machen. Discord funktioniert auch sehr gut auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Ne? So ein bisschen ist das die Parallele wie in der echten Welt. Ne? Man sieht ja, wenn man jetzt draußen rumläuft, die Leute laufen in der echten Welt rum und parallel quatschen sie in ihr Smartphone. So ähnlich kann man sich quasi das Spiel und Discord vorstellen. Ne? Im Spiel laufe ich in der Welt rum und auf Discord kann ich mich quasi unterhalten. Ja, die Karin ist in der Gruppe 1, sehr gut. Also das scheint zu funktionieren. Super. Dann, nächster Schritt ist Gruppenbilden. Da kommen wir am Ende nochmal drauf. Ich hatte es ja schon gezeigt, für das Gruppenbilden, wie gesagt, haben wir hier einfach die Teams. Ihr könnt euch hier reinschreiben. Es macht dann Sinn, sich im Team ein bisschen abzustimmen. Also auf der einen Seite, was für einen Namen gibt man dem Team, ob man dem ein bisschen peppigen Namen gibt oder einfach die Nummer. Und natürlich müsst ihr auch euch irgendwie abstimmen, was für eine Art Lernort ihr denn bauen wollt. Also wie soll der Lernort aussehen, der Lernraum, was soll da hin, um das dann hinterher eben mit dem Team in Mindtest auch umzusetzen. Ich sag mal, wenn man alleine baut und ist so ein bisschen geübt, sowas wie jetzt die Akademie, die ich euch gerade gezeigt habe, ist so eine Sache von einer halben, dreiviertel Stunde ungefähr. Wenn man jetzt erst einsteigt und überhaupt erst mal gucken muss, wie baue ich da überhaupt, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Deswegen haben wir gesagt, ein Dreier-Team, Vierer-, Fünfer-Team, also könnt gern auch mehr in das Team reinnehmen, macht das Sinn, damit man einfach da schnell vorankommt. Genau, dann kommen wir so ein bisschen zu dem Kernpunkt, nämlich ihr braucht das Spiel auf eurem Rechner. Also ihr müsst das Mindtest installieren. Mindtest, vielleicht weiß nicht, ob jemand Minecraft kennt. Das ist ein sehr bekanntes Spiel, eigentlich in allen Altersgenerationen. Das ist ein sogenanntes Open-World-Spiel. Das heißt, das ist ein Spiel, es gibt einem einfach nur eine Welt, mit der ich interagieren kann. Da kann ich Dinge bauen, da kann es Tiere geben. Aber es gibt kein Spiel, das ist nicht wie, also kein vorgegebenes Spiel mit Regeln, das ist nicht wie Schach oder sowas, sondern ich kann da einfach frei mit der Welt agieren. Deswegen Open World. Minecraft haben wir auch überlegt, ob wir das nutzen, hat ein bisschen den Nachteil, dass man das Spiel kaufen muss. Das kostet so 20 Euro aufwärts und dass die verschiedenen Varianten nicht untereinander kompatibel sind. Also wenn einer auf Windows spielt, einer auf der Xbox spielt und so, dann können die nicht in der gleichen Welt spielen. Deswegen haben wir uns für die Open-Source-Variante entschieden, die heißt Mindtest. Und ich weiß nicht, wer ist denn, ist jemand dabei, der nicht auf Windows ist, also der auf dem Mac ist oder auf Linux ist? Nicole, du bist auf Mac oder Linux?
Ich bin da, also bei mir geht es auf dem Geschäftsrechner auch nicht. Ich bin privat auf dem MacBook unterwegs. Okay. Auf dem MacBook und Karin hat die Hand noch gehoben. Du bist auf. Ich bin auch auf dem MacBook unterwegs, gestern Abend schon installiert. Ja, exzellent. Exzellent. Magnus hat die Hand noch gehoben. Auf was bist du? Windows. Windows, okay. Also ich würde es jetzt mal zeigen für alle, die auf Windows sind, vielleicht für die Mac-Nutzer. Moment, Ulrike hat auch noch die Hand gehoben. Wie ist es bei dir? Privat habe ich Linux. Privat hast du Linux. Ja, Linux geht auch ganz gut. Da passt die Anleitung, die du hier bei Download findest. Was für Mac noch wichtig ist, da springe ich mal gerade hin. Ich weiß nicht, Nicole, nutzt du Homebrew als Paketmanager auf Mac? Genau, dann ist es einfach nur die Homebrew-Zeile, dann hast du Alles es. klar. Wer kein Homebrew nutzt, unter diesem Daily Unstable Builds kriegt man die DMG-Datei zum Installieren. Okay, also für die Windows-Nutzer. Wenn ihr auf mindtest.net geht, dann landet ihr hier auf der Seite, das ist die Seite des Spiels, und dort geht ihr auf Download. Und dann gibt es da für den Windows-Bereich hier oben Mindtest 5.3.0 Portable 64-Bit. Portable bedeutet, das ist eine Software, die man sich runterladen kann und starten kann, ohne sie installieren zu müssen. Also das heißt, ihr braucht kein Administrationsrecht. Es dürfte normalerweise der Virenmanager nichts dagegen haben. Das heißt, das starte ich jetzt mal. Ich klicke da mal drauf, bekomme den Download und lade mir da eine ZIP-Datei runter. Die landet dann normalerweise im Download-Ordner. Da ist sie. Und entpacke die. Ich weiß nicht, was ihr für Programme habt, um ZIP-Dateien zu entpacken. Bei mir ist das rechte Maustaste, alles extrahieren. Dann sage ich extrahieren und dann bekomme ich ein. Dann dauert es eine Weile. Ich zeige euch mal hier den Entpacker. Je nachdem, wie schnell der Rechner ist, sollte nicht mehr als eine Minute eigentlich dauern. Das heißt, das ZIP-Paket wird auf dem eigenen Rechner entpackt und ich bekomme einen Ordner, der heißt Mindtest 530 Win64 in meinem Fall. Sven hat die Hand gehoben. Ja, also bei mir geht das auf dem Firmenrechner auch nicht und ich habe mir jetzt mein Tablet geholt und dann hat er mir schon mal die Seite geladen. Ja. Musst du das dann über den Play Shop runterladen oder? Gute Frage. Also ich weiß, es gibt, Moment, Android, ja genau, hier oben. Also auf iOS gibt es nicht, Android gibt es auf dem Play. Ja, Ich oder in bin F-Droid. auch gerade dabei. Das habe ich auch mit Tablet komme ich nicht. Ja. Android. Das läuft immerhin. Gibt im Play Store. Mind-Test heißt das dann, ne? Genau. Okay, danke. Also wenn du auf der mindtest.net bist, das hier ist auch verlinkt, also da müsstest du direkt reinspringen, aber über die Suche müsste es auch gehen. Meins ist Genau. jetzt entzippt. Ja, genau. Das wird, dauert auch eine Weile wahrscheinlich, ne? Jo. So, ich kann mal, solange das bei mir entpackt, Moment, ich mache mal hier die Fenster ein bisschen geteilt. Zack, zack, zack. Für die von euch, die vielleicht noch nie in so einem Computerspiel unterwegs waren, sage ich mal gerade in diesem Schritt 4 die ersten Schritte. Ihr könnt gern parallel arbeiten, könnt mir ein bisschen zuhören. Das, was ich in der Videokonferenz ja nicht habe, ist, dass ich mich in einem Raum bewege. In der Videokonferenz, da gehe ich rein, dann sitze ich auf meinem Stuhl und kann sprechen, kann mich muten, entmuten, aber ich muss nie irgendwo hin und her laufen. Wenn ich sowas habe wie Breakout-Räume, ist das ja maximal. Ich klicke auf einen anderen Link und bin dann in einer anderen Videokonferenz zum Beispiel. Ne? Bei Spiele hat sich eigentlich so ein Grundmuster durchgesetzt, dass man mit den Tasten W, A, S und D auf der Tastatur, die liegen nah beieinander, vorwärts, rückwärts, links und rechts steuert. Parallel dazu mit der Maus die Blickrichtung. Also das heißt, wenn ich auf W drücke, dann laufe ich voraus und wenn ich meinen Blick nach rechts wende, dann macht meine Figur quasi eine Rechtskurve. Also das ist mal so das Erste, was man dann üben sollte, wenn man drin ist. Na, dann springen wir hier runter. Die Leertaste verwendet man zum Springen. Also wenn ich jetzt irgendwie über einen Stein springen will oder eine Treppe hochlaufen will, ne, dann mache ich das mit der Space-Taste. Linke und rechte Maustaste werden dazu verwendet, um mit der Welt zu interagieren.
Mit der linken Maustaste nutzt man das, was man gerade in der Hand hat. Also wenn ich ein Schwert in der Hand habe und gehe zu Magnus und drücke die linke Maustaste, dann bist du erstmal verletzt und dann bist du tot. Also da sollte man ein bisschen aufpassen. Bei den Tests waren Leute dabei, die dachten, sie können jemanden streicheln oder tätscheln. Das geht nicht. Also sozusagen links ist immer eher Gewalt jemandem antun. Und die rechte Maustaste ist, um Gegenstände zu verwenden, also zum Beispiel einen Computer anzuschalten oder eine Tür zu öffnen oder irgendwas aufzuheben, was in der Welt liegt. Na, und dann gibt es noch die Taste C, mit der kann ich den Blickwinkel steuern. Also standardmäßig schaut man sozusagen in die Welt aus so einer Ego-Perspektive. Na, das bedeutet, ich sehe so, wie ich die echte Welt auch sehe, wo ich mich selber nicht sehe. Wenn ich einmal auf C drücke, dann sehe ich mich von hinten. Wenn ich nochmal auf C drücke, sehe ich mich von vorne. Und wenn ich nochmal auf C drücke, dann sehe ich mich wieder aus der Ego-Perspektive. Na, das ist eigentlich alles, was ihr für heute braucht, um euch dann in dem Spiel zu bewegen. Jetzt springe ich mal hier zurück. Also mein Download, Moment, ich gehe nochmal in den Download-Ordner. Das hat sich jetzt entpackt. Das heißt, ich habe hier die .zip-Datei und hier den entpackten Ordner. ZIP-Datei kann ich jetzt löschen, die brauche ich nicht mehr. Und dann springe ich hier mal in den Ordner rein. Mach mal im Hintergrund das Spiel zu. Dann sieht es nicht so verwirrend aus. So. Jetzt gehe ich hier in den Ordner rein. Da sind manche verwirrt, weil es hier kein ausführbares Programm gibt. Das liegt daran, dass hier so dieser Linux-Grundlogik folgt. Da gibt es sogenannte Binaries. Binaries sind die ausführbaren Programme. Das heißt, ich muss in dem Ordner nochmal in den Unterordner bin. Dort liegt eine mindtest.exe und wenn ich da drauf doppelklicke, dann startet quasi mein Spiel. Also dann müsstet ihr sowas hier haben. Sven, du hast wahrscheinlich deine Hand noch oben oder schon wieder oben? Sorry, noch oben. Macht nichts. Ja, ein bisschen. Das sehe ich zumindest auf Android jetzt auch schon. Ah, exzellent. Exzellent. Die Karin sagt, die IT-Security ist sehr hoch. Ja, also ich hatte letzte Woche eine Session mit einer Firma, wo ich dachte, das geht auf keinen Fall. Da ging es aber erstaunlicherweise. Aber es kann natürlich sein, dass es auf dem Firmenrechner schwierig ist. Das müsst ihr da einfach mal probieren. Die Tatsache, dass das eine Portable-Software ist, also ich sie nicht installieren muss, hilft natürlich. Aber es könnte sein, dass Ports, die das Spiel zum Kommunizieren braucht, dann blockiert sind. Aber darüber stolpert ihr dann, wenn ihr es gestartet habt. Wer ist denn schon soweit? Sag mal kurz durch. Magnus nickt. Ich habe irgendwie verpasst. Wie hast du jetzt das Spiel geöffnet? Warte, ich mache nochmal zu. Genau. Also ich war hier in meinem Download-Ordner, habe das ZIP entpackt, dann bekomme ich diesen Ordner, Mindtest 530 Win64. Okay. Ja. Da doppelklicke ich drauf, dann bin ich hier in dieser Struktur, da sieht man so Unterordner, Bin, Built-in, Cache. Dort musst du in den Unterordner Bin und dort liegt eine mindtest.exe, Exe wie Executable. Da drauf einmal ein Doppelklick und dann müsste das Spiel alles klar öffnen. Mhm. So, jetzt ist wichtig zu wissen, ihr könnt das Spiel, jetzt wenn ihr üben wollt beispielsweise, könnt ihr das lokal spielen. Hier oben ganz links gibt es einen Reiter, der heißt Spiel starten. Und da könnte ich jetzt quasi, wenn ich hier auf Neu klicken würde, mir einfach eine Welt generieren und die läuft dann lokal bei euch auf dem Rechner oder Magnus bei dir auf dem Tablet. Da gibt es immer zwei Modi. Es gibt den Überlebensmodus, da kriege ich Hunger und wenn der Wolf mich angreift, sterbe ich. Und es gibt den Kreativmodus, da werde ich eben nicht verletzt. Habe auch das ganze Inventar, also alle, wie sage ich, Baumaterialien zur Verfügung. Also wenn ich schnell was Großes bauen will, nimmt man da eher den Kreativmodus. Für das, was wir machen, wir nutzen ein Online-Spiel. Also wir haben einen Mindtest-Server bereitgestellt. Müsstet ihr den zweiten Reiter nehmen, nämlich Spiel beitreten. Damit kann man quasi einem Online-Mindtest-Server beitreten. Und dafür habe ich in das Pad... Moment, springe ich mal darauf zurück. Hier nochmal, in der langen Anleitung steht es auch, die Zugangsdaten aufgeführt. Also beim Server müsst ihr meet.cognion.de eingeben, beim Port die 30.000, müsst ihr auch voreingestellt sein. Den Nutzernamen könnt ihr frei wählen, allerdings keine Umlaute oder Sonderzeichen, also nur normale Buchstaben und Zahlen. Und für das Passwort haben wir ein Default-Passwort gesetzt, damit jetzt nicht viele Spieler schon reinkommen, die mit uns gar nichts zu tun haben.
Das heißt Orange 42. Das könnt ihr dann im Spiel später ändern, wenn ihr wollt. Also ich springe mal hier zurück. Ich gebe mal hier ein bei Adresse meetcognion.de. Port 30.000 steht schon drin. Mein Nutzername ist wie mein Twitter-Name, Simon Dückert in einem zusammen. Hier hinten müsstet ihr jetzt Orange 42 eingeben. Ich habe mein Passwort schon geändert. Ich gebe mein Passwort ein. Und dann gehe ich hier unten auf Verbinden oder ihr drückt die Return-Taste. So, und dann sieht es so aus. Dann lädt jetzt quasi das Spiel von dem Server die Welt runter. Also quasi das, die Welt, in der ihr euch dann bewegt, wird jetzt lokal in euren, auf euren Client runtergeladen. Das, je nachdem auch, wie schnell die Internetverbindung ist, dauert es kürzer oder länger. In der Regel auch nicht mehr als eine Minute. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch, dann sind wir im Spiel. Also das ist eigentlich schon, dann seid ihr quasi fertig, um im Spiel was zu tun. Ich schalte hier mal gerade den Ton bei mir aus, sonst ist das so laut. So, also hier sehe ich schon ein Change rumlaufen, Pat Cossa, Thomas ist im Infohaus. Genau, also einige sind schon hier. Sehr schön. Also da könnt ihr dann, wenn ihr jetzt drin seid, mal probieren. Ne? Wie ich gesagt habe, mit der Maus schaut man sich um. Also ich drehe jetzt mal hier so hin und her. Mit W laufe ich nach vorne, mit S laufe ich zurück, mit A laufe ich nach links und mit D laufe ich nach rechts. Ne? Und wenn ich jetzt vorwärts laufe und steuere quasi meine Maus, dann kann ich jetzt hier quasi so Kreise drehen. Ne? Jetzt kommt hier so eine Sandbank, da springe ich jetzt hoch mit Space. So kann ich hier rumlaufen. Jetzt komme ich hier zum Beispiel zum Pferdestall. Man sieht jetzt hier so ein Schild. Mit solchen Schildern könnt ihr euren Lernraum auch dokumentieren. Machen wir hier rechte Maustaste, dann sieht man das Schild groß. Kann ich hier auf Edit gehen und kann das Schild editieren. Das kann ich hier schreiben, leider ist das Pferd gestorben. In Klammern, Karl-Heinz hat es umgebracht in der Test-Session. Genau, also so kann man Schilder aufhängen. Hier auf die Tür kann ich mit der rechten Maustaste, ne, dann kann ich hier reingehen, kann mich hier umschauen. Da ist schon die Marlene. Marlene ist, erkennt ihr an dem grünen T-Shirt, die kann euch im Infohaus dann jederzeit helfen. Also die hilft euch bei den ersten Schritten dann, wenn ihr Probleme habt, ne, auf Discord einfach in den Kanal Infohaus. Dort kann die dann zu euch kommen und euch weiterhelfen. So, genau. Vielleicht erstmal bis dahin. Ist das soweit klar? Findet ihr euch da zurecht? Mal gerade die Tageszeit wieder an. Und jetzt wird es eigentlich dunkel werden. Und mal wieder hell. Ich würde euch mal noch so ein bisschen zeigen, wie man baut. Das ist, Moment, springe gerade mal auf meine Doku. Ne, das wäre hier der Schritt 5. Minecraft heißt Minecraft, weil man da drin craften kann, also Sachen bauen kann. Ne, mit linker Maustaste baut man Dinge ab. Mit der Taste I gelangt man zu dem Inventar. Wie gesagt, wir arbeiten im Kreativmodus. Das heißt, ihr habt im Inventar sozusagen alles zur Verfügung, was es gibt. Also ich laufe jetzt mal. Ich laufe jetzt hier mal so ein Stück weg, so, und drücke mal auf I. Ja, dann seht ihr hier zum Beispiel, hier oben steht Seite 1 von 13, das müsste bei euch mit I genauso aussehen. Ja, jetzt kann ich hier durch das Inventar blättern, kann mir angucken, was ich da alles habe. Und dann könnte ich mal da irgendwie ein lustiges Tier nehmen. Moment, wen nehmen wir da? Hier ein Kätzchen zum Beispiel. Also wenn in unserem Lernraum ein Kätzchen sein soll, packe ich den hier hin. Bei euch müsste das Inventar links noch komplett leer sein. Die oberste Leiste hier, also die obersten 8 Inventarelemente, sind die, die ihr in die Hand nehmen könnt. Also wenn ich wieder auf I drücke, mein Inventar ist weg, dann seht ihr unten in der Leiste das Kätzchen ganz links. Und ich kann mit den Tasten 2, 3, 4, 5, 6, 7 die durchschalten. Wenn ich jetzt hier mit der rechten Maustaste irgendwo hin klicke, dann landet da das Kätzchen. Ja, kann ich dem Namen geben. Katze heißt Menu, fertig. Oh, und die schläft jetzt hier erstmal. Ja, das gleiche kann ich machen. Ich suche mir meinetwegen einen Tisch. Also ich könnte jetzt hier suchen nach einem Tisch. Welcher gefällt mir für meinen Lernraum?
Nehme hier den Tisch und nochmal einen Stuhl vielleicht. Dann muss man das auch in Englisch eingeben. Chair. So, so einen schönen Ohrensessel hier vielleicht dazu ins Inventar. Wundert euch nicht, wenn ihr das nicht könnt, in dem Areal jetzt rund um die Akademie, ist das Bauen blockiert, damit keiner die Akademie kaputt machen könnte. Also ihr müsstet so ein bisschen außerhalb in den Wald gehen, mal um das auszuprobieren. Also ich stelle jetzt hier einen Tisch hin, gehe auf zwei, stelle einen Stuhl hin. Der steht jetzt hier von der Richtung ein bisschen komisch. So, ein Stuhl, zwei Stuhl. Ne, fertig wäre meine Sitzecke am Lernort zum Beispiel. So, jetzt hat Marlene mir mit dem Schwert eins übergebrezelt. Wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen als gedacht. Also hole ich mir mal einen Apfel, nehme den in die Hand mit der 1, falls einer einen braucht. Hier ist der, mit der linken Maustaste esse ich den. So, jetzt sind meine Herzen wieder voll, also bin ich wieder bei voller Gesundheit. So, also das sind so diese Basis zum Bauen. Ich springe nochmal hier in die Anleitung. Ne? Wir haben hier dann quasi den nächsten Schritt, die Lernräume zu bauen selber, also das, was ihr dann nachher quasi bis 21 Uhr in den Gruppen machen könnt. Und dafür haben wir für die 7 Gruppen, also die, die jetzt hier quasi sich dann formen, Orte angelegt. Das zeige ich euch mal, da würde ich euch dann gleich auch noch das Recht geben, dass ihr das auch könnt. Na, man kann zu diesen Lernorten hinlaufen, man kann aber auch den Textchat verwenden in Mindtest. Wenn ihr mal auf die T-Taste drückt, müsste bei euch oben der Textchat aufgehen. Ja, könnte ich hier reinschreiben, hallo Lerngruppe. Kann jeder mal was in den Textchat schreiben, ob das klappt? Ja, genau. Karin sehe ich, Magnus sehe ich, Pat. Sehr gut, also das klappt. Und jetzt müsst ihr da mal bei mir auf dem Bildschirm schauen, weil ihr habt das Recht noch nicht, aber ich gebe euch das dann gleich. Ich mache quasi den Textchat auf und gebe da rein ein Slash, also Forward Slash, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Ich sage Forward Slash. Und wir haben ein sogenanntes Point of Interest System installiert, wo man über eine Benutzeroberfläche, die Point of Interest GUI, indem man eingibt POI underscore GUI, sozusagen so einen Überblick bekommt und dann hier die Gruppen einzeln hat. Also es gibt Points of Interest für jede Gruppe. Ich wähle mal zum Beispiel die Gruppe 3 aus, klicke dann hier auf Los und dann auf Ende. Und jetzt bin ich in einem ganz anderen Test, wo es schon mal so ein erstes Haus gibt, was angelegt ist. Da sind auch Schilder dran, also steht hier Gruppe 3. Und hier kann sich die Gruppe 3 austoben. Ah, der Thomas ist schon da. Ah, könnt ihr das sogar? Thomas, konntest du dich beamen? Also das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich brauche noch mal eine Anleitung dazu. Ja absolut. Also das Infohaus ist besetzt. Also ihr könnt dann in Discord einfach hingehen und Marlene zeigt euch das. Marlene oder Susanne sind beide da. Die können euch das dann im Einzelnen zeigen, wie das geht. Ja, und ich muss nochmal checken, weil ich glaube, ich habe euch noch nicht allen das Recht gegeben, euch überhaupt zu beamen. Ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, wie man quasi von einem Ort zum anderen kommt. Ne? Ich mache das nochmal mit einer anderen Gruppe, die Zweiergruppe. Ne? Da hat Karl-Heinz hier so ein erstes Restaurant in der Lagune gemacht beispielsweise, wo man sich aufhalten kann. Ich springe mal noch an den anderen, die Siebener-Gruppe. Die sind hier. Ah, die sind in dem Haus, genau, mach die Tür mal auf, geh raus. So, Orte hier, die sind alle nicht geschützt. Also wenn ihr wollt und sagt, das gefällt uns gar nicht mit dem Haus, wir wollen eher eine Plattform bauen oder eine Terrasse oder was auch immer, das könnt ihr alles einschmeißen, also das könnt ihr kaputt machen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hierher gehen würde, Moment, ich schmeiß mal meinen Apfel weg und sage, das gefällt mir alles nicht mit dem Sand, würde ich hier hingehen. Man sieht dann immer die Blöcke, auf die ich zeige, die werden dann so ein bisschen schwarz umrandet. Und wenn ich dann die linke Maustaste klicke, dann baue ich das entsprechend ab. So könnte ich jetzt hier eine Fläche freiräumen und könnte dann sagen, da hätte ich jetzt gern meinen Sessel stehen zum Beispiel. Und wenn ich das Ganze dann dokumentieren will, hole ich mir so ein Schild, packe das hier dran und sage hier zum Beispiel Edit
Lesesessel, Teil, Teil der Lesegruppe, die jeden Freitag stattfindet. Tief, ne? Also, da könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Gehe ich hier auf Close, ne? Und dann habe ich hier quasi einen Teil des Lernorts gebaut. Das ist mir schon bewusst, dass das jetzt sozusagen ein super schnell Durchlauf ist und dass wahrscheinlich noch nicht alles klar ist. Aber wie gesagt, der Weg wäre quasi, wir haben jetzt ja noch 8 Minuten Zeit zum Fragen und ich kann helfen. Und dann ist in Discord, also ich schaue mal gerade rüber in den Discord-Kanal, da sieht man ja schon überall Aktivität. Ne? Hier dieser Sprachkanal Infohaus, dort ist Marlene und Susanne und die können euch dann jederzeit auch weiterhelfen. Ich werde jetzt auch eine ganze Weile noch da sein und kann auch helfen. Aber jetzt schauen wir erstmal, ich mache das wieder weg. Irgendjemand hat den Lautsprecher ohne Kopfhörer an. So, ich mache hier wieder POI, GUI und springe zur Akademie. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren, wo einige von euch auch noch sind. Also das mal so als schnellen Durchflug. Jetzt die Frage an euch. Wo können wir jetzt noch helfen oder wo habt ihr noch Fragen? Habt ihr ein Team gefunden? Also was können wir noch tun, um euch zu unterstützen in euren Teams? Oder ist alles klar und jetzt legen, wie der Lernraum aussehen kann? Ja, also ich muss zuerst jetzt mit dieser Technik geschafft mit dem Raum, aber ja, das ist jetzt noch schwierig. Ja, es ist ja auch so ein bisschen gedacht, also wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt dann noch Sessions, ne, das ist auch überhaupt kein Problem, wenn ihr sagt, wir treffen uns dann zwischen 18 und 19 Uhr mal oder zwischen 19 und 20 Uhr und fangen dann das Bauen an. Ne? Also dass das jetzt alles noch nicht alles flüssig geht, das war uns schon ganz klar, ja. Genau, sonst noch jemand? Also sitzt so still, es kann natürlich sein, dass alle am Rechner sitzen und schon Dinge tun. Ich denke, ich bin alle verbissen dran, ja. Alles zu entdecken. Ist auch spannend, oder? Ja, ja, absolut. Weil dann würde ich vorschlagen, dann mache ich das mal so, dann halte ich mal die Aufzeichnung an und gehe selber auch nach Discord rüber, gehe in diesen Infohaus-Kanal. Und wer will und da bleiben will, der kann dann einfach da sein und dann sprechen wir da weiter. Und wer, wie gesagt, später dazukommt, hier ist immer jemand erreichbar. Wir helfen dann auch jederzeit nachher im Abendprogramm. Also an dem Infohaus ist jederzeit jemand da, der weiterhelfen kann. Na, dann würde ich sagen, vielen Dank euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt noch Einzelkämpfer seid in der Gruppe, schaut, dass ihr euch noch ein paar Mitstreiter sucht. Also ist natürlich auch schön, einen Lernraum alleine zu bauen, aber mit ein, zwei Leuten mehr noch macht es noch mehr Spaß. Namen in das Pad rein, dass wir dann nachher in der Abendveranstaltung wissen, wer die einzelnen Teams sind. Und dann würde ich jetzt die Aufzeichnung anhalten und wie gesagt nach Mindtest bzw. nach Discord in den Sprachkanal übergehen. Vielen Dank euch.